Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die beiden deutschen Regierungen wollen Anfang kommender Woche über ergänzende Regelungen zum Staatsvertrag sprechen. Kanzleramtsminister Seiters und Regierungssprecher Klein warnten aber heute mit Blick auf die Nachbesserungsforderungen der SPD vor falschen Erwartungen. Sie betonten, dass Zeitplan und Vertragstext unverrückbar seien. Gleichwohl gab Klein zu verstehen, dass Bonn in einigen Punkten noch konkrete Zusagen von Ost-Berlin erwarte. Dazu zählte er den Umweltschutz sowie eine Regelung, die eine Bereicherung der ehemaligen Staatsparteien bei der Währungsumstellung ausschließe. Nach wie vor ungeklärt ist die Frage einer Rückgabe von enteigneten Grundstücken. Angeblich hat die DDR-Regierung eine bereits vorbereitete gemeinsame Absichtserklärung dazu wieder zurückgezogen. Sie will nun nach Bonner Angaben das Problem in eigener Verantwortlichkeit lösen. Bundeskanzler Kohl hat noch einmal versichert, dass bei einer Vereinigung Deutschlands Einrichtungen oder Einheiten der NATO nicht auf das Gebiet der heutigen DDR vorgeschoben werden sollen. Zum Abschluss der interparlamentarischen Abrüstungskonferenz in Bonn sprach sich Kohl zugleich für den Verbleib von amerikanischen und kanadischen Truppen in Europa aus. Er warnte unter Hinweis auf die Geschichte vor einer erneuten Isolierung Deutschlands und dankte dem sowjetischen Präsidenten Gorbatschow dafür, dass auch er kein zweites Versailles wolle. Deshalb verbietet sich für das geeinte Deutschland jeder Gedanke an Neutralität, Entmilitarisierung, Bündnis oder Flugfreiheit. Dies ist altes Denken. Wir Deutschen wollen deshalb unser souveränes Recht wahrnehmen, das auch die KSZE-Schlussakte und die UN-Charta verbrieft. Wir wollen Mitglied eines Bündnisses sein, und zwar des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses. Die zweite Lehre ist, dass dieses Bündnis der europäischen und der nordamerikanischen freiheitlichen Demokratien Europa die längste Friedensperiode seiner neueren Geschichte schenkte. Es ist deshalb verständlich, dass die überwältigende Mehrheit der Deutschen dieses Bündnis und kein anderes auch für das geeinte Deutschland will. Und ich freue mich festzustellen, dass unsere Nachbarn, die unmittelbar betroffen sind, in Ost und West dies genauso sehen. Die Entwicklung in Europa und die Zukunft der Militärbündnisse waren Hauptthemen der Gespräche, zu denen der französische Staatspräsident Mitterrand heute für einen Tag zum sowjetischen Präsidenten Gorbatschow gereist ist. Pressekonferenz. Die Journalisten erhoffen sich mehr Klarheit darüber, wie die Sowjetunion den deutschen Vereinigungsprozess und die Frage des militärischen Status behandeln will. Die sowjetischen Antworten waren in der letzten Zeit unklar und deuteten auf den Wunsch nach Zeitgewinn. Präsident Mitterrand griff die kritische Kernfrage gleich auf, die NATO-Mitgliedschaft. Wenn ein vereintes Deutschland NATO-Mitglied sein wolle, so werfe das natürlich eine Reihe schwieriger Fragen auf. In einem europäischen Sicherheitssystem solle jedenfalls nichts geschehen, was die Sowjetunion isoliere. Gorbatschow wiederholte die sowjetischen Einwände. Man sagte uns, was kann man denn da noch machen, ist schon alles erledigt, aber das ist nicht so, sagte er. Die Nachkriegsregelungen seien noch existent, die Frage der vier Mächte-Rechte in Deutschland nicht geregelt. Ein vereintes Deutschland, so sagte er weiter, könne auch für einige Zeit in beiden Blöcken, NATO und Warschauer Pakt, Mitglied sein und beide demilitarisieren. Und dann, ganz überraschend, nennt er eine Variante, die er auch Präsident Mitterrand vorgelegt habe. Ob ein vereintes Deutschland nicht in der NATO den Status Frankreichs haben könne, nur Mitglied in der politischen Organisation. Offenbar sind für die sowjetische Politik noch viele Fragen offen. In Polen schließen sich immer mehr Eisenbahner dem Streik um höhere Löhne an. Sie blockieren inzwischen mehr als 20 Eisenbahnknotenpunkte. Nach Stettin sind jetzt auch Danzig und die anderen polnischen Ostseehäfen auf dem Schienenweg nicht mehr zu erreichen. Die Kohleexporte, die größten Devisenbringer des Landes, sind damit gefährdet. An die Spitze der Streikbewegung haben sich mehrere kleinere Gewerkschaften gesetzt, die mit der Solidarität rivalisieren. Arbeiterführer Wałęsa sprach von kommunistischen Aktivisten und warf ihnen ein gemeines Spiel vor, das zum Bürgerkrieg führen könne. Die Regierung Mazowiecki, die um ihre Reformen bangt, will erst verhandeln, wenn der Streik unterbrochen wird. Vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat PLO-Chef Arafat gefordert, Sanktionen gegen Israel zu erlassen.
Das UN-Gremium musste heute in Genf über die gespannte Lage in den israelisch besetzten Gebieten beraten, weil die USA Arafat ein Einreisevisum verweigert hatten. Der PLO-Chef sprach sich unter anderem dafür aus, UN-Beobachter in die Region zu schicken. Die Israelis haben schon erklärt, dass sie das nicht zulassen wollen. Aus Jerusalem, Friedrich Schreiber. In den letzten 5 Tagen wurden fast 1000 Palästinenser in die Krankenhäuser Israels und der besetzten Gebiete eingeliefert. 16 Palästinenser wurden von der israelischen Armee erschossen. Dies geschah nach dem Massaker vom letzten Sonntag, bei dem 7 Palästinenser ermordet wurden. Das harte Eingreifen der israelischen Armee veranlasste den amerikanischen Präsidenten Bush zu scharfer Kritik an Israel und zu einer Sympathieerklärung zugunsten der palästinensischen Opfer. Der israelische Außenminister Arens verwahrte sich gegen den Rüffel aus dem Weißen Haus. Auch den von US-Außenminister Baker unterstützten Plan, UN-Beobachter in die besetzten Gebiete zu entsenden, wies er zurück. In Ost-Jerusalem, wo führende Palästinenser in einen Hungerstreik traten, um eine UN-Sondersitzung zu erreichen, herrschte dagegen Befriedigung über die jüngste Entwicklung der amerikanischen Nahostpolitik. Die gestrige Erklärung von Herrn Baker macht uns optimistisch, sagt der prominenteste Palästinenser der besetzten Gebiete. Wir hoffen, er bleibt dabei, trotz des israelischen Drucks. Viele Israelis sind schockiert, dass ihnen die USA mehr und mehr die kalte Schulter zeigen. Aber das Verhältnis zwischen den USA und Israel kann sich noch verschlechtern. Während die USA von Israel Mäßigung und Friedensbereitschaft erwarten, will Ministerpräsident Shamir jetzt mit Rechtsparteien koalieren, die die Palästinensergebiete annektieren, die die Palästinenser sogar vertreiben wollen. Wegen der Unruhen in Gabun hat die französische Regierung eine Luftbrücke eingerichtet, um die im Lande lebenden Europäer auszufliegen. Gesellschaften auf die Flugzeuge. In der Stadt war es vergangene Nacht trotz Ausgehverbots wieder zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Anlass der Unruhen ist der Tod eines Oppositionsführers, für den die Regierung verantwortlich gemacht wird. Die Auswirkungen des sogenannten Treibhauseffektes sind selbst bei größten Anstrengungen nicht einmal auf dem jetzigen Stand zu halten, sondern werden schlimmer. Das ist das Ergebnis eines heute Nachmittag in Windsor bei London veröffentlichten UN-Berichts, in dem Wissenschaftler aus mehr als 30 Ländern die Klimavorhersagen untersucht haben. Während den Londonern heute Morgen von den Meteorologen bestätigt wurde, dass sie gerade das trockenste Frühjahr seit dem Jahr 1785 erleben, feilte die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für Klimavorhersage in Windsor noch an ihrem Bericht, mit dem sie heute Abend die Welt schockieren wird. Der Treibhauseffekt ist bereits Wirklichkeit. Die Wissenschaftler bestätigen in ihrem Bericht, dass sich bereits so viel von den sogenannten Treibhausgasen in der Atmosphäre angesammelt hat, dass sich die Durchschnittstemperatur auf der Erde bis zum Jahr 2070 um 3 bis 5 °C erhöhen wird, selbst wenn die gefährlichen Abgase sofort um 60% reduziert würden. Die Folgen dieses Temperaturanstiegs werden für die meisten Regionen der Erde katastrophal sein. Und wir wissen bereits, wie sie aussehen. In Afrika werden Dürre und damit verbundene Hungersnöte und Völkerwanderung nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein. Fruchtbare Küsten werden überflutet werden, weil der Meeresspiegel in den nächsten 80 Jahren um mindestens 45 cm steigen wird, da Gletscher und Eisberge abschmelzen. Selbst Städte wie London, die sich durch gewaltige Barrieren vor der Flut noch geschützt wähnen, sind dann in Gefahr. Auch in Europa werden die Flüsse in der Hitze austrocknen, weil zu wenig Regen fallen wird. Orkane und gefährliche Wirbelstürme werden hier Schäden anrichten, wie man sie früher nur in den Tropen gekannt hat. Die Wissenschaftler bestätigen damit Befürchtungen und geben uns die Gewissheit, dass wir den Treibhauseffekt selbst gemacht haben.